Willkommen zusammen zu einer neuen Folge von Cattle and Crops. Es ist mal wieder ein Update erschienen, das jetzt auch die Tiere mit ins Spiel bringt. Und das ist natürlich eine super interessante Sache. Und deswegen steigen wir direkt mal in unseren Class ein und starten den Motor und holen die Tiere vom Tierhof ab, um die dann, oder vom Tierhändler vielmehr, ab, um die dann auf unserem eigenen Hof einzustallen. Ich weiß nicht, ob man das so sagt, oder in den Stall zu bringen jedenfalls. Zup, da haben wir angehängt unseren Tieranhänger und jetzt sollen wir 3 Bullen vom Animal Menu kaufen. Und das machen wir in folgendermaßen, wir drücken hier auf F1 und dann gehen wir hier in die Kühe und beziehungsweise hier zu den Bullen und da werden wir uns jetzt 3 schöne kaufen. Lotto ist eine sehr sympathische Name für einen Bullen. Und hier kriegt man auch alle möglichen Informationen angezeigt. Das finde ich ziemlich cool. Das heißt Gewicht, Gesundheit, Alter und Sexualität. Also Geschlecht so. Und wir können uns das jetzt entweder liefern lassen oder wir machen es selber. Und wir machen es natürlich selber. Deswegen 1, 2, 3. So, das haben wir jetzt gemacht. Und jetzt fahren wir zu dem Animal Trader, zu dem Tierhändler. Ja, und ich bin richtig begeistert, weil ich jetzt doch wieder richtig so ein bisschen im Cattle and Crops Fieber bin. Es war eine Zeit lang, nachdem die Tech-Demo rauskam, da war eine Zeit lang war es wirklich ruhig und das fand ich dann fast schon ein bisschen langweilig. Aber jetzt bin ich doch wieder hoffnungsvoll, dass das alles langsam Fortschritte macht und dass dann hoffentlich bald auch mal endlich die Early Access Version von der wippt ganz schön, ne? Von Cattle and Crops kommt. So, da stehen unsere Tiere schon. Die stehen da einfach. Vielleicht hätten wir erstmal hinfahren sollen und dann. Nee, eigentlich hat es uns das Menü ja so vorgegeben. Stopp. In order to pick up the animals, the BT Max Rear Doors have to be in the area marked load. Okay. Wir müssen das also in diesen Bereich hier von Load bringen. Zack. Und was ich ganz cool finde an diesem Tiermenü sind die Namen tatsächlich. Ich habe da auch schon Ansgar entdeckt und dann dachte ich mir, hä? Und ich nehme folgendes an. Das sind, denke ich, die Namen von Kickstarter Unterstützern. Ist jetzt nur eine Vermutung, keine Ahnung, ob es so ist, aber könnte ich mir gut vorstellen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob es so sein könnte oder ob es da eine andere Erklärung für gibt, vielleicht eine offizielle Erklärung, keine Ahnung. So, und jetzt haben wir hier oben dieses Menü. Wenn wir auf Steuerung drücken, dann können wir hier entweder Load, Unload oder Select Action ausdrücken. Gut, das erste ergibt keinen Sinn, deswegen Load und dann starten wir. Wobei, wenn wir das machen, gehen wir mal, glaube ich, raus und schauen uns die Chose mal an. Ich finde das schon ziemlich cool. Also das begeistert mich schon irgendwo. So. Jetzt wird die Dings geöffnet. Hoppala. Hat sie ein bisschen abgesenkt. Okay. Gut. Und jetzt können wir im Prinzip wieder losfahren und die jetzt in den Stall bringen, in unseren Stall. Wir machen mal Fenster auf, heute ist ein warmer Tag. Gucken wir hier? Nee. Was ist hier? Was macht man hier? Weiß ich nicht. Oh, ich wollte eigentlich nur die Tür aufmachen. Naja, gut. Egal. Dann würde ich mal sagen, Attacke, los geht's. Ja, ich finde Cattle and Crops, also es, wie gesagt, es war jetzt lange ein bisschen ruhig und in der letzten Folge davon habe ich mich auch noch ein bisschen darüber beschwert, dass es so lange ruhig bleibt. Was natürlich nicht schön ist, dass die Kühe da durchgucken, aber die Kuhmodelle finde ich zum Beispiel relativ hübsch. Dass es ein bisschen ruhig bleibt da, was Cattle and Crops angeht und die Kommunikation nicht so wahnsinnig toll ist. Das ist auch nach wie vor so. Wir müssen den irgendwie nochmal
Können wir den nochmal irgendwie hoch machen? Ich habe nicht das Gefühl, dass es aktuell so richtig ist, oder? Der müsste doch noch hochgefahren werden, oder? Keine Ahnung. Dachte, er muss eigentlich noch... Ich würde behaupten, er muss noch hochgefahren werden. Haben wir versäumt. Oder habe ich das in, mit diesem... Knopf hier? Nee. Hm, komisch. Irgendwas habe ich hier, glaube ich, falsch gemacht. Ist aber jetzt nicht so wichtig, glaube ich. Naja, jedenfalls habe ich mich da beschwert und jetzt bin ich aber doch relativ glücklich, weil die Tiere, das ist ja schon ein großes Feature, ne? Was jetzt hier auf einmal kommt, das freut mich dann schon. Mais war auch ein großes Feature. Jetzt fehlen noch andere Fruchtsorten und neue Fahrzeugmodelle. Aber so, der Grundstein ist jetzt, denke ich, für viele Sachen gelegt, ne? Ah, okay. Wir müssen hier... Continue to unloading area. Ja, also wir jetzt. Aber vielleicht müssen wir... Okay. Ja, ich glaube, wir sind noch nicht ganz drin. Müssen wir nochmal umdrehen vielleicht. Ja, wir drehen nochmal um. So. Ah, da war es, glaube ich, gerade, das Symbol. Macht aber jetzt nichts. Jetzt sind wir umgedreht und dann versuchen wir es jetzt nochmal. Moment, Moment. So. Und dann unload, so. Und start. Ah, da senkt er sich wieder gut, dann war er doch hochgefahren. Gut, und dann schauen wir uns jetzt mal an. Zack, da geht die Tür auf. Und jetzt sollten die hier drin sein. Hey! Wir haben unsere ersten Bullen. Da können wir uns die Tiermodelle nochmal anschauen. Na, bisschen eng hier. So. Oh ja. Ja, auf jeden Fall ganz nett, sehen ganz putzig aus. Die Kühe. So, dann machen wir mal weiter. Wir sollen jetzt diesen Axion hier an der Farm mitsamt des Anhängers auf der Farm parken. Machen wir natürlich. Wo ist denn hier unser... Ah, hier vorne ist der Trigger. So. Gut. Und dann... steigen wir hier aus. Können wir den Motor irgendwie ausmachen? Nee, hier nicht. Ach egal, dann lassen wir den an. Bin ich ganz fit mit der Fahrzeugsteuerung, muss ich wirklich sagen, oder mit der Tastenbelegung. Propeller. Ah, okay. War irgendwie gerade ein bisschen komisch. Und jetzt... Jetzt haben wir diesen Futtermischanhänger hier anwählen und damit jetzt da vorne zur Silage fahren. Okay, und jetzt sollen wir den Frontlader nehmen. Ich mache das jetzt einfach mal ganz streng nach Tutorial hier. Damit sollen wir jetzt... Ah, Moment, ich muss einmal kurz das nach oben fahren. Damit sollen wir jetzt die Silage aufnehmen. Ja, ganz cool. Ich finde,
Klaas ist ja ein bisschen überpräsentiert hier, ne? Ich würde mir jetzt langsam auch mal andere Marken wünschen, aber gut, das ist, glaube ich, aktuell das die kleinste Sorge von den Entwicklern. Okay, 8 und 9 können wir... Use Shift to invert direction. Okay. Mhm. Ist da jetzt was drin? Tatsächlich. Naja. Das überzeugt mich jetzt noch nicht so ganz. Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwas falsch gemacht habe. Ah, Moment, Moment, Moment. So. Da muss eine Maussteuerung. Ja, das ist ja ganz schrecklich. Und ja, das ist alles noch nicht so ganz animiert hier. Ihr seht's. Vielleicht mache ich auch irgendwas falsch. Das kann gut sein. Aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Wieder ein bisschen verschenkt. So, und dann die 9. Okay, langsam füllt sich auch unser Vertimix. Keine Ahnung, ob man den so ausspricht. Wir machen das mal jetzt so. Ich glaube, das ist ein bisschen die sinnvolle. So, und dann zack. Denn es geht jetzt ein bisschen flotter. Ich glaube, Cattle and Crops wird schon was, aber es braucht halt echt noch viel Zeit, ne? Und dann kommt es nämlich raus, wenn der LS19 auch rauskommt, dann ist es vermutlich immer noch nicht fertig, das Spiel. Ja, und dann ist schon wieder ein ganz anderer Wind, wird schon wieder ein ganz anderer Wind, denke ich, auf dem Markt, ne? Also es ist, man weiß ja nicht, was Giants da so bieten wird, optimal aus ihrer Marktführerposition ein bisschen aufwachen und dann auch mal ein bisschen neue Dinge oder sowas mit einfügen. Oder ob die weiter drin bleiben und sagen, ah, wir machen 2, 3 neue Features und dann reicht das. Und ein paar neue Maschinen. Ich meine, ich finde den LS ja nicht schlecht, ne? Aber ich finde, dem fehlt es tatsächlich so ein bisschen an Innovation. Und ich bin mal gespannt, ob sich das jetzt ändert mit den ganzen anderen Landwirtschaftssimulationen, die jetzt so kommen. Oder ob das gleich bleibt. Also die gleiche Firmenpolitik gefahren wird. So, dann haben wir das fertig. Dann steigen wir wieder in den anderen ein. Und jetzt müssen wir den gleich aktivieren. Ah, Moment, wir müssen hier lang. Hoppala. Hier können wir unser Saatgut auffüllen, wenn wir das wollten. Mal Licht an. So, wo ist denn jetzt unser... Ah, hier vorne ist der. Okay, jetzt wird es da alles vermengt. Drive to Barn Entry. Da vorne. Und dann set your unloading preferences and start, okay.
Okay, war das jetzt schon? Nee. Kann ich mir nicht vorstellen. Und dann noch was drin. Warte mal kurz schauen. Ich glaube, wir hatten den nicht aktiviert. Haben wir nochmal. So, jetzt ist er aktiviert. Und jetzt. Schauen, was da jetzt falsch ist, was ich jetzt falsch gemacht habe. Können wir hier rauf? Moment, wir machen es in die falsche Richtung. Ich Depp. Stopp. Menschenskinder, einmal mit Profis, Leute. Einmal mit Profis, also. Dann drehen wir einmal und dann jetzt in die richtige Richtung. Ach, Mensch. An mir ist ein wahrer Landwirt verloren gegangen, glaube ich. Also leider nicht. Jetzt sollte das... Moment. Start. So. Ausgewählte Menge. Nochmal hier weiter. Hier können wir dann auch wieder Start drücken. Okay. So langsam wird es mir klar. Man muss jeden Bereich hier einzeln anwählen und anfahren. Okay, das ist soweit einleuchtend. Finde ich cool. Finde ich wirklich cool. Was ist das hier? Können wir damit sogar noch die... Okay. Interessant. Gefällt mir sehr gut, was es hier zu sehen gab. Also dafür dickes Like an Cattle and Crops und an die Macher von Cattle and Crops. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass die hier die Videos anschauen, aber trotzdem kann man mal sagen. Stopp. Hoppala, jetzt geht's aber flott hier. Da ist ein neuer Tag gekommen und jetzt könnten wir das Ganze wieder machen. Das machen wir aber jetzt nicht. Ich danke euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, danke euch, wie gesagt, fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gern ein Like da. Also bis zum nächsten Mal, tschüss.